Ach, und sieht richtig schön aus, ne? Was ich am Niederrhein so mag, die weiten Landschaften. Dafür ist die Region ja bekannt, aber leider auch für die kaum vorhandenen Busverbindungen. Ohne Auto geht hier fast nichts. Sie kennen das, ne? Taxi Mama, Taxi Papa oder Oma und Opa. Ständig muss irgendeiner fahren. Ohne das eigene Auto kommt man eigentlich kaum von Ort zu Ort oder in die Stadt. In Rees wurden deshalb extra Mitfahrerbänke aufgestellt, vor 4 Monaten. Aber das funktioniert nur so semi. Sie ist eine von insgesamt 16 roten Mitfahrbänken hier in Rees. Er hatte die Idee dazu, Bürgermeister Christoph Gerwas, gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt Rees. Ihr gemeinsames Motto, per Anhalter fahren, wird jetzt seriös. Die Bänke stehen, sie sind rot, sie leuchten, aber viele sagen dann, ich weiß aber noch nicht wirklich, was es damit auf sich hat. Dabei ist die Idee gar nicht so neu. Immer mehr Kommunen stellen seit einigen Monaten Mitfahrbänke in ihren Orten auf. Da, wo kaum Buslinien fahren oder nur im Stundentakt oder auch mal gar nicht, wird versucht, mit eigenen Mitteln Abhilfe zu schaffen, so wie hier in Rees. Und da war die Idee, dass wir den Menschen hier in Rees einfach auch eine Alternative anbieten, eine niederschwellige Alternative mit diesen Mitfahrbänken, auf die man sich einfach setzt und hofft, dass dann einer von den registrierten Fahrerinnen und Fahrern anhält und dann denjenigen mitnimmt. Das Prinzip ist einfach. An 9 Standorten stehen die leuchtend roten Bänke, kaum zu übersehen, wie hier in Haldern. Man zeigt an, wo man hin möchte, setzt sich auf die Bank und wartet, bis jemand anhält und einen mitnimmt, kostenlos. Dafür haben sich bereits über 500 freiwillige Fahrer online registriert, ehrenamtlich. Zu erkennen sind sie an einem Aufkleber mit dem Logo der Aktion. Soweit die Theorie. Aber warum nutzt die Bänke kaum jemand? Brauchen die Menschen in Rees solche Mitfahrbänke überhaupt? Ich habe ein Auto und das ist auch hier auf dem Land notwendig. Aber ich meine, wenn man so gar nicht, Auto kann ja auch mal kaputt sein. Bei schönem Wetter würde ich mich auch mal auf die Bank setzen. Es gibt eben auch Orte, die sind gar nicht an die Busse angebunden. Man kommt zum Beispiel von Ortsteil Meer nicht direkt nach Rees, muss dann also Umsteigaktionen auf sich nehmen. Ich habe schon mal gesagt, manchmal muss man einen Tag vorher anreisen, um rechtzeitig da zu sein. Und da ist eine Mitfahrbank eine schöne Alternative. Wir machen den Test, fahren ins abgelegene Grieterbusch. Ich will nach Rees in den Stadtkern, knappe 10 Kilometer von hier entfernt. Und wenn jemand gerade auf dem Weg nach Rees ist, warum nicht dann jemand mitnehmen, der auf einer solchen Bank sitzt? Spart man Sprit, vermeidet man CO2, also eigentlich eine schöne Sache. Eigentlich eine schöne Sache, der Grundgedanke, wenn denn mal jemand anhalten würde. Also wir haben insgesamt in Rees 16 Bänke aufgestellt, die alle an zentralen Orten in den Dörfern stehen, also an den Marktplätzen. Warum nimmt mich hier niemand mit? Vielleicht war keiner der über 500 registrierten Fahrer dabei. Und wenn doch, liegt's vielleicht daran, dass man mich hier nicht kennt? Im Grundsatz einmal nehmen wir eigentlich Leute immer mit, aber man kann Leute immer nur vom Kopf gucken. Bei der Mitfahrbank muss man auch noch mal Vertrauen schaffen, dass man einfach auch mal es einfach mal versucht und jemand mitnimmt. Unser Versuch ist heute leider gescheitert. Die Mitfahrbänke hier in Rees, sie brauchen scheinbar noch etwas Anlaufzeit. Birgit Mosler ist bei mir vom Rhein-Waal-Institut für Technologie. Hätten Sie den Kollegen mitgenommen? Natürlich. Natürlich hätte ich ihn mitgenommen. Also ich denke, es ist, wir kennen alle die Situation auf dem Land. Man ist darauf angewiesen, sich da gegenseitig ein Stück weit auch zu helfen. Und Mobilität ist wirklich eins der Themen, die ja noch wirklich Entwicklungsbedarf haben. Ja, Sie arbeiten auch in dem Bereich zukunftsfähige Dörfer. Ist denn jetzt genau so eine Mitfahrbank wirklich eine Lösung für das Mobilitätsproblem auf dem Land? Ich glaube nicht alleine. Also es kann ein Teil der Lösung sein. Wir reden ja immer über multimodale Systeme. Also es geht immer darum, verschiedene Mobilitätsformen miteinander gut zu kombinieren, schlau zu kombinieren. Und wir haben gerade so ein paar Sachen ja schon gehört. Also so Verlässlichkeit ist, glaube ich, für Mitfahrbänke echt ein Thema. Also wenn ich den Bus in der nächsten Stadt bekommen muss und darauf angewiesen bin, pünktlich zu sein, ist diese Mobilitätsform vielleicht nicht die erste Wahl. Jetzt ist ja auch ein großes Thema die Verkehrswende. Ja, bitte weniger Autos, mehr ÖPNV. Da lachen ja die Leute am Niederrhein, beispielsweise in Rees. Warum gibt es da bis jetzt keine Lösung auf dem Land für den ÖPNV und bessere Busverbindungen?
Also es gibt schon Lösungen. Ne? Also wir haben ja die kleinen Bürgerbusse, die in vielen Regionen tatsächlich auch so einen Zubringerservice machen, die auch die Frequenz, die Taktung der normalen Routen wirklich unterstützen, verkürzen. Ja? Aber ich glaube, viele Dinge funktionieren auch sehr informell. Es gibt Carsharing auf dem Land. Auch das ist immer so eine schwierige Sache. Also ich glaube, es braucht alles Zeit. Dieses Modell läuft gerade mal 4 Monate. Und ich denke, man sollte nach 4 Monaten nicht einfach ein Resümee ziehen, sondern einfach den Menschen die Zeit lassen, dass diese neuen Ideen auch in den Köpfen ankommen. Es braucht einfach Zeit, bis sich so Systeme etablieren. Sagen Sie, das muss sich etablieren. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Kurz vielleicht mal Ihre Einschätzung. Was kann man noch machen, damit die Mobilität auf dem Land besser läuft? Also ich glaube, viele digitale Formen funktionieren gut, aber dann vielleicht nicht für die Senioren, die es ja hier wunderbar auch angeregt haben. Auch das ist eine tolle Idee, einfach sich selber auf den Weg zu machen und eine Lösung zu finden, also wirklich Bottom-up-Systeme zu etablieren. Es gibt digitale Formen, es gibt so eine ganz lustige Pampa-App, heißt die, glaube ich, da geht es wirklich darum, gerade für ländliche Räume, wie können wir uns miteinander verabreden, Mitfahrgelegenheiten nochmal digital ein Stück weit auch zu machen. Der Vorteil bei digitalen Formaten ist einfach häufig, dass die sicherer sind, weil es eine Dokumentation gibt, wer fährt mit wem. Und dann hat man direkt ein besseres Gefühl. Man hat ein besseres Gefühl, das ist für viele Jugendliche und auch für Eltern von jungen Erwachsenen wirklich ein Problem. Dieses Vertrauen, da wird schon ein Fahrer vorhanden sein, der fährt und dem kann ich einfach mein Kind anvertrauen. Ne? Ja. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Birgit. Sehr gerne. Und Ihren Besuch hier. Ja, vielen Dank. So, und wir schwingen uns jetzt mal passend aufs Fahrrad.